Eines der berühmtesten Kostüme der Kinogeschichte ist dieses schlichte weiße Unterhemd. Es wurde in Stirb langsam von Bruce Willis getragen. Aber viele der Schäden daran sind nicht natürlich entstanden. Sie wurden von der Kostümdesignerin Marilyn Banks künstlich erschaffen. Ich komme mir vor wie ein Rebellengerät. Mittlerweile werden Kostüme im Rahmen eines dezidierten Berufs gealtert und zerstört. Patinierer wie Sarah Blostein müssen die Szene gut kennen und mit den unzähligen kreativen Techniken zur Nachstellung von Schäden an einem Kostüm vertraut sein. Bei guter Umsetzung könnten sie damit ein Stück Filmgeschichte schaffen, das einen Platz im Smithsonian einnimmt. Ein großer Teil unserer Arbeit ist die Schaffung von Gebrauchsspuren. Jedes Kleidungsstück auf einem Filmset muss irgendwie manipuliert werden, selbst ein einfaches weißes Shirt wird in Farbe oder Tee getränkt. Aber Patinierer gehen noch einen Schritt weiter, so wie Sarah in dem Film The Boys. Während des Drehs wurden Filmeffektzünder unter der Jacke des Schauspielers platziert, um Einschusseffekte zu simulieren. Doch diese sahen Schusslöchern so gar nicht ähnlich. Dabei wird der Stoff nach außen aufgerissen. Das würde so niemals aussehen. Das kann man lösen, indem man die Löcher zunäht. Ein Einschussloch sieht wie ein Zigarettenbrandloch aus. Die Ladungsstärke der Filmeffektzünder war so groß, dass riesige Löcher in die Jacke gerissen wurden. Die Einschusslöcher mussten also per Hand gefertigt werden. Mit einem Cutter wurden die Löcher präzise positioniert. Patinierer können Details hervorheben, die besonders auffallen sollen, wobei sie nicht unbedingt realistisch sein müssen. Man muss ein wenig mit Filmmagie spielen, wenn man Einschusslöcher simuliert, um sie für das Publikum besser erkennbar zu machen. Zum Beispiel durch einen schwarzen Farbrand, der Schießpulver imitiert. Manche Leute halten diesen Abstreifring fälschlicherweise für Schießpulverablagerung. Eine Schusswaffe hinterlässt in der Regel keine Schießpulverrückstände, es sei denn, die Mündung wurde direkt an den Körper gehalten. Man kann mittels verschiedener Werkzeuge durch Kämpfe verursachte Risse und Löcher erzeugen. Sarahs Lieblingstool ist ein Steakmesser, aber es lässt sich schwerer kontrollieren und man hat weniger Präzision. Sie muss mehrere identische Versionen des gleichen Outfits als Backup anfertigen, da schaffen Cutter und Nahtrenner eine bessere Konsistenz. Für The Strain musste sie die Kostüme an dieses apokalyptische Szenario anpassen. Sie benutzte eine Feile, ein Aufbauwerkzeug und eine Drahtbürste, um größere Schäden zu simulieren. Manche Outfits, wie diese Jacke aus The Strain, bestehen aus robusteren Materialien. In diesem Fall benutzt sie einen Käsehobel. Den verwende ich wirklich nur bei Sachen, die sich anders nicht patinieren lassen. Neben Rissen und Löchern gibt es andere Techniken zur Imitation von Wunden und Blut, und Sarah muss die zur jeweiligen Szene passende auswählen. In The Boys rammen die Charaktere einen Wal. Das Spezialeffekte-Team war für das Blut und die Eingeweide am Set zuständig. Die Patinierer gestalteten dazu eine Abfolge blutiger Outfits. Das Schwierigste war es, mit der richtigen Blutfarbe Kontinuität zu gewährleisten. Beim ersten Zusammenprall mit dem Wal ist das Rot der Blutflecken heller. Nachdem es trocknet, ist es viel dunkler. Aber man konnte das Kunstblut nicht von selbst trocknen lassen, da einige spätere Szenen zuerst gedreht werden mussten. Man brauchte separate Shirts mit frischen und trockenen Blutflecken, die präzise platziert sein mussten. Sarah musste auch kalkulieren, wie Blut auf Stoffe und andere Requisiten reagiert. Diese Tropfen würde Blut nur auf solch einem Untergrund bilden, der aus Plastik besteht. Wenn es auf Stoff ist, dann zieht es eher in den Stoff ein. Manchmal wirkt es realistischer, wenn man das mit den Händen macht. Bei Walfischinnereien kommt es sowohl auf das Material als auch die Farbe an. Für frischere Gedärme brauchte sie etwas Klumpiges, das an Kleidung kleben bleibt und nun als aussieht. Das Silikon passt sich der darunterliegenden Form an. Wenn man es glatt streicht, legt es sich flach über das Shirt. Deshalb verwendet man am besten ein Mannequin. Auf diese Weise verleihe ich dem Stoff eine Art nasse, klumpige Optik. Wir verwenden dafür zuerst eine Bürste oder einen Stock und machen dann mit den Händen weiter. Denn eigentlich schmiert man das Zeug ja einfach nur überall drauf. Dabei muss man gar nicht wirklich künstlerisch vorgehen. Hier oben ist ein schönes, ekliges Stück. Für die trockenen Eingeweide in späteren Szenen verwendet Sarah Latex. Das glänzt ein wenig und haftet am Stoff. Es ist wie bei Blut. Im trockenen Zustand ist es dunkler und runzelig. Blut und Risse sind recht alltägliche Szenarien bei Actionprojekten.
Aber manchmal muss Sarah auch ungewöhnliche Situationen bewältigen, wie in dieser Szene in Ready or Not. Sarah musste sich überlegen, wie sich Kleidung an einer Leiche zersetzt. Sie musste den Smoking an dieser Leiche bearbeiten, die jahrzehntelang unter der Erde begraben war. Die Kleidung musste zunächst dem Kontext angepasst werden. Der Kerl wurde mit Pfeil und Bogen erschossen. Aber wahrscheinlich ist er vorher rumgelaufen und wird ein paar Risse, etwas Schmutz und sicherlich Schweiß aufweisen. Für die vollständig ausgetrockneten Blutflecken verwendete sie schwarze Farbe. Dann musste sie die Wirkung des Zerfalls der Leiche auf das Outfit bestimmen. Da ist der Tod, da sind Blähungen, die Verflüssigung von Gewebe, Fäulnis und die Austrocknung. Ich wollte wirklich all die aus seinem Körper austretenden Flüssigkeiten auch auf seiner Bekleidung darstellen. Die Leiche lag außerdem in einer tiefen Grube. Also simulierte Sarah die durch Feuchtigkeit entstandene Trockenfäule sowie Löcher durch Motten und andere Insekten. Dabei wurden Aufbauwerkzeug und Pfeile eingesetzt. Und da sie vergraben war, war die Leiche natürlich völlig verdreckt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Simulation von Dreck ist eine der größten Herausforderungen dieses Jobs. Die Verwendung von echtem Dreck kann dauerhafte Schmutzflecken zur Folge haben. Das ist ein Problem, wenn ein Outfit gewaschen und wiederverwendet werden muss. Sarah bedient sich dann entfernbarer Materialien. Sie malte braune Flecken auf den Smoking und rieb auswaschbares Puder für die Schlammflecken ein. Für The Boys musste Sarah Kenjis Kleidung entsprechend präparieren, nachdem dieser eine Decke über Homelander einstürzen lässt und später von Stormfront durch eine Wand geschleudert wird. Sie verwendete nicht nur Schmutzpulver, sondern auch Kieselgur, ein Pulver, das den Staub und Schmutz in einem Tunnel simuliert. Um die Auswirkungen des Wurfs durch die Wand darzustellen, verwendete Sarah Zellulose, die zur Isolierung von Häusermauern verwendet wird. Es passte perfekt zu den Trümmern am Set. Sogar Schweißflecken können imitiert werden. Das macht man bei Action-Szenen, die nicht in chronologischer Abfolge gedreht werden. Um nasswirkende Schweißflecken zu simulieren, sprüht sie eine Mischung aus Glycerin, Wasser und Ölen auf. Es verläuft nicht überall hin, sondern bleibt da, wo es hingehört. Doch keine der bisher gezeigten Techniken eignet sich für diese Szenen in The Boys, und zwar wegen der Superheldenkostüme. Die Kostüme waren teuer und wurden für den Dreh von LA nach Kanada verschickt. Es standen also nicht mehrere Exemplare zur Verfügung. Wie kamen also die Kostüme von Stormfront und Black Noir zu solch verheerenden Schäden? Wir mussten uns einzigartige und innovative Techniken einfallen lassen, damit die Kostüme beschädigt aussahen, aber unversehrt blieben. Sarah bildete Stormfronts Kostüm mit Stoffresten nach. So konnte das Kostüm zerrissen und die von der Maske präparierte Brandwunde eingenäht werden. Mit einer matschigen Mischung rund um die Risse konnte Sarah die Schäden einer Verbrennung authentisch simulieren. Wenn man sich eine Brandwunde anschaut, dann sieht man, dass die Farbe direkt an ihren Rändern meist etwas heller ist. Das erweckt den Eindruck, als wäre der Rand versenkt und irgendwie geschmolzen, so wie man es sich wohl bei so einem Superheldenkostüm vorstellen würde. Black Noirs Kostüm wurde in einzelne Paneele zerlegt, sodass die originalen Teile gegen solche mit simulierten Schäden ausgetauscht werden konnten, wann immer eine Szene dies erforderte. Hier sieht man Granatsplitter im Kostüm von Black Noir nach einer anderen Explosion. Diese wurden einzeln, Stück für Stück, auf das Kostüm genäht. Es entstand also kein bleibender Schaden. Patinierer sind sehr vielseitig. Sie sind Wissenschaftler, Alchemisten und Detektive.